Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute resetzen wir die Ender-IO-Reihe fort und schauen uns einfach mal an, wie eine vollkommen autonome Monsterfalle funktioniert, nur mit Ender-IO-Komponenten. Als erstes schauen wir uns den Killer-Joe an. Wir klicken da einmal mit Rechtsklick rein, haben hier unser Interface des Killer-Joe und haben hier einen Nutrient-Tank, haben hier ein angelegtes Schwert wie Ender, können wir auch rausnehmen, und wir haben hier noch eine XP-Anzahl, in dem Fall gerade 0. Es ist so, dass der Killer-Joe nur dann funktioniert, wenn wir Nutrient in diese Maschine befüllen, beziehungsweise wir ein Schwert angelegt haben, in dem Fall am besten wie Ender, weil man dieses Schwert von außen noch mit Energie bepowern kann und somit die Haltbarkeit etwas höher ist auf jeden Fall. Die nächste Frage ist natürlich dieses: Woher kriegen wir Nutrient? So, da habe ich hier erstmal was vorbereitet. Da haben wir VVHT oder VVAT als Maschine, die benötigt Strom. Hat jetzt hier in dem Fall allerdings keinen Strom, aber darum geht es jetzt nicht. Wir können klicken in die Maschine hinein und sehen die Rezepte. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall für den VHT immer eine permanente Wasserzufuhr. Wir brauchen zusätzlich noch, um Nutrient Distillation zu bekommen. Wir haben hier noch viele verschiedene andere Sachen, aber das mal in einem anderen Tutorial dazu. Und haben hier noch Nutrient Distillation und haben hier verschiedene Rezepte. Ihr seht das hier auf jeden Fall halt mal durchlaufen. Wir haben jetzt hier Skelettkopf und Mushroom und hier River Skelett und Fermented Spider Eye zum Beispiel. Also gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da halt an Nutrient Distillation halt herankommen kann. Mach hier. Auf jeden Fall haben wir hier einen Tank, den habe ich hier schon mal hingebastelt und der wird übertragen mit einem Dimensional Transceiver. Da klicken wir auch mal rein im Grunde genommen, beziehungsweise wir sehen hier nochmal die Connectors, die Conduit Connectors, auch von Ender.io in dem Fall, und haben hier den Dimensional Transceiver. Klicken hier auf jeden Fall mal rein. Der braucht auf jeden Fall eine Energiezufuhr. In dem Fall kann man hier einfach irgendwie irgendwas eingeben, Test, bla, irgendwie. Ich habe jetzt meine Energiezufuhr, habe ich jetzt einfach Dillen genannt zum Beispiel, und der sendet und empfängt halt ganz einfach die Energie. Und gut, senden würde jetzt natürlich nichts, aber empfangen ist halt auf jeden Fall wichtig, weil sonst läuft das Ganze hier nicht. Das ist der Knoten für Energie, der Balken hier. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit für Flüssigkeiten, weil da kommt ja eine Flüssigkeit rein. Da habe ich hier Dillentest genannt und der soll Dillentest, soll er senden als Flüssigkeit. Dann als nächstes schauen wir uns mal an, dass wir hier auf jeden Fall mal einen Tag bekommen. Das wäre nämlich mal eine ganz coole Variante. Kleinen Moment. Zack, zack. Und wir machen mal ganz kurz mal einen Tag. So. Dann als nächstes haben wir halt auf jeden Fall unsere Nutrient Distillation, haben hier noch unseren Dimensional Transceiver 2 in dem Fall, und da ist es halt ganz einfach so. Ihr seht hier im Grunde genommen, der ist voll gepowert mit Energie. Gucken wir einmal rein, ne? Der empfängt auch die Energie und hat auch auf jeden Fall, also der sendet auch noch, okay, und haben hier die Flüssigkeit, die halt im Grunde genommen hier ankommt. Darunter ist ein Conduit halt im Grunde genommen verlegt, was in den Killer Joe hineinführt. Wir können das ja mal im Grunde genommen ganz kurz aufbohren. Gucken wir mal. Zack. So, da seht ihr das halt im Grunde genommen. Da sind auch keine Einstellungen großartig nötig. Und meine Erde ist weg. Da sind wir nämlich schon wieder beim nächsten Punkt. Ich habe hier eine Vakuum-Chest. Wer nicht weiß, was das ist, kann gerne nochmal in ältere Videos von mir hereinschauen von dieser Tutorial-Reihe. Die habe ich ja hier in der Tutorial-Reihe auch mit zusätzlich entdeckt. Es ist so, dass die Vakuum-Chest ja die Items, die jetzt hier um diese Vakuum-Chest herumtroppen, in dem Fall in einem Radius von 6, mehr geht nicht, dass er die einführt, beziehungsweise muss ich den Reden auch nochmal ausstellen. Toll. So, ich packe und demonstriere das hier ganz einfach mal, ne? Zack, so kommt alles rein und fertig ist. Ne? So, das bedeutet halt im Grunde genommen, wir haben schon mal gewährleistet, wenn jetzt im Grunde genommen hier in unserer Monsterfalle Monster spawnen, dass die gekillt werden, ne? Automatisch, ne? Am besten, wie gesagt, halt noch eine Automatisierung des VHTs. Und haben auch gewährleistet, dass wir einen
Item-Abtransportsystem halt ganz einfach haben. Auch des Weiteren ist es so, dass der Killer Joe automatisch XP generiert. Also das ist nicht bei jeder Monsterfalle gegeben, sondern in dem Fall hier wird die XP hier hineingespeichert, kann allerdings auch als Flüssigkeit hier abtransportiert werden und zum Beispiel in einen Liquid XP Tank hineingeführt werden. Das ist übrigens auch das einzige, was ich nicht von Ender.io benutze. In dem Fall ist das hier Open Blocks. Würde allerdings auch mit den Tanks von Ender.io gehen. Wir können ja da einfach mal schauen. Da gibt es ja hier. Davon bin ich aber nicht so der Fan davon. Wo waren sie denn? Irgendwo hier, da haben wir es auch. Free Tank. Da bin ich nicht so ganz so der Fan davon, weil die stacken sich halt dann irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen verwende ich da lieber die Tanks von Open Block. So, dann das nächste ist, dass wir hier hinten natürlich auch nochmal einen Dimensional Transceiver haben. Und wir haben hier einen Powered Spawner. Der ist schon festgelegt, seht ihr oben in der Beschreibung, auf Enderman. Der zieht auch ein bisschen was in der Energie. Und da werden wir auf jeden Fall auch gleich mal die Monster verlangen. Ah, jetzt hier, 96%, wenn ich jetzt schnell bin, kriege ich das vielleicht noch hin. Zack, easy. Okay, hat es geklappt? Ja, 99%. Ah, okay. Da sind auf jeden Fall ein paar Enderman gekommen. So, und die werden jetzt hier gekillt, ganz einfach. So, wir gucken hier nochmal in den Dimensional Receiver hinein, damit ihr auch da die Einstellung seht. Im Grunde genommen halt nur auf Energie eingestellt, mit meinem Energienetzwerk und so weiter und so fort. Also da ist nichts Besonderes halt im Grunde genommen dran. Dann gehen wir mal im Grunde genommen nochmal zu unserer Energieproduktion, denn die ist nämlich hier, habe ich ein Kabel jetzt gespannt, hier unten ist der Transceiver eingestellt, der senden soll, ne? Nämlich in meinem Dillennetz, so gesehen. Und ich packe hier einfach mal ein Kabel ran, da sind meine Capital Sitter Banks, die dann jetzt hier Energie in den Dimensional Transceiver hineinpumpen, sodass das hier auf jeden Fall ein bisschen schneller geht und ja, sollte somit halt auf jeden Fall alles laufen hier an der Stelle. Problematisch ist natürlich bei Enderman dann immer der Spawn-Radius. Da vielleicht halt am besten eine Variante wählen, wo man ein Stück weit noch die Möglichkeit ganz einfach hat, alles zuzubauen, sodass wirklich nur in diesem Bereich hier ganz einfach wirklich was gespawnt wird und sonst halt natürlich auch nicht. Aber ihr seht schon, ne, das bringt natürlich ein bisschen was hier. Unser Liquid XP geht natürlich auch nach oben. Ne? Wird hier was gekillt wahrscheinlich gleich. Ne? Zack. Müsste eigentlich jetzt hier gleich. Ja, da seht ihr das, ne? So. Ja, auf jeden Fall war es das hier an dieser Stelle von diesem Tutorial. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr recht herzlich über eine Bewertung freuen. Schreibt auch mal was in die Kommentare, was ihr vielleicht vorgestellt haben möchtet oder wie ihr das Video fandet. Und an der Stelle bedanke ich mich nochmal und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. You say you wanna try.